jetzt aufs Schlafen gehen. Gute Nacht, Henry. Gute Nacht, Jan. Schlaf schön. Mhm. Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Ja, hörst du das denn nicht? Da ist was. Da zittert jemand. Vielleicht hat da jemand Angst. Ich hab auch Angst. Komm, wir gucken mal nach. Ja, aber vorsichtig. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Aus der Spielhöhle. Da leuchtet was. Dann ist es bestimmt ein Glühwürmchen. Was? Wieso denn ein Glühwürmchen? Das glaube ich nicht. Aber die leuchten doch. Stimmt. Aber wieso zittert denn das so? Das zittert vor Angst. Das hast du doch vorhin selbst gesagt. Aber wovor? Angst im Dunkeln kann es ja nicht sein. Es leuchtet doch. Bestimmt liest es gerade ein furchtbar spannendes Buch mit schleimigen Spinnen und Hexen und Kobolden. Und es zittert dabei, weil es sich so gruselt. Dann nehmen wir dem Glühwürmchen das Buch doch einfach ab. Und dann hört es auf zu zittern. Geben wir ihm stattdessen lieber eins von meinen Witzbüchern. Die sind zum Lachen. Das ist eine super Idee. Aber du gehst besser vor. Hey, da ist ja gar kein Glühwürmchen. Ja, aber wer liest denn dann das gruselige Buch? Das ist ja unser Handy. Ja, das habe ich mir doch gleich gedacht. Unser Handy? Da ruft jemand an. Hallo, hier sind Jan und Henry. Hallo ihr zwei, hier ist Mauli Maulwurf. Ich wollte euch nur eine gute Nacht wünschen. Stell dir vor, Mauli, wir hätten fast ein Glühwürmchen getroffen, das sich gruselt. Was? Ja, wegen den Spinnen und dem Hexenbuch. Wie bitte? Gute Nacht, Mauli. Was da wohl wieder los war? Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, gute Nacht. Was meinst du, Jan? Ob Glühwürmchen ihr Licht an- und ausschalten können, so wie wir unsere Nachttischlampe? Oder leuchtet das immer? Können die im Hellen überhaupt schlafen, Jan? 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 Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.